Thank you.
Moin. Da bin ich wieder. Ja, diesmal hat es mal geklappt in der Woche. Man muss echt ein anderes Spiel spielen. Dann geht's auch. Die anderen, weiß ich nicht, da ist immer so, da hängt man sich dann rein und spielt es irgendwie lange und will man dann auch irgendwie nicht wirklich. Und naja. So, ja, wir machen heute weiter. Und zwar da, wo ich gestern angefangen habe. Und zwar in einer neuen Welt. Und zwar auf dem Server. So, Server schon gestartet. Der braucht mal ein bisschen, bis der in Wallung kommt. Genau, 7 Stunden und 14 Minuten haben wir schon gedaddelt. Wie gesagt, der ist ja so eingestellt. Kann man alles machen hier. Server-Einstellung hier im Grunde. Spiel wird pausiert, wenn kein Spieler verbunden ist. Und natürlich, Spiel wird gespeichert, wenn ein Spieler die Verbindung unterbricht. Also, es läuft nicht weiter. Also, da ich momentan als Einziger drauf bin, hält das Spiel an. Selbst wenn der Server weiterlaufen tut. Also, wenn keiner mehr drauf ist in dem Sinne. Und, wie es sich herausgestellt hat, es hat Vorteile. Sollte der Client hier, also das Spiel hier bei mir direkt auf der Kiste abstürzen, so wie gestern ja passiert ist, registriert der Server als Logout, speichert die Welt und ja, ich kann danach da reinspringen, wo ich aufgehört habe. Wenn natürlich mehrere drauf sind, wir dürfen alles natürlich weiter. In dem Sinne, da ich das als Einziger drauf war, hat der Server das angehalten, das Ganze. Aber mehreren halt, den wird weiterlaufen. Und ich springe halt da rein, wo ich rausgeflogen bin, sozusagen. Na gut, bis auf die paar Sekunden dazu. Ja. Das war eine Euro für eine Meldung noch, aber so an sich läuft es ganz wunderbar. Ich finde ja diese Meldung ganz gut. Das ist mein Lieblingstipp im Spiel. Wahrscheinlich so Sachen, die man noch einbauen kann. Auf dem Server. Genau. Da werde ich schon gestern festgestellt haben. Ist allerdings so ein Anzeige-Bug, der aber nur, wie gesagt, nur für kurze Dauer ist. Bin ein bisschen weg, wird es wieder ganz, ganz normal. So, und ich habe ja vor, wir müssen ja Kohle uns holen. Und dafür habe ich schon mal hier diese Gangway angefangen. Wahrscheinlich wird es später noch mehr hier geben, außer die eine hier. Einfach sicher. Ich habe versucht, erst hier mehr unten lang zu gehen, aber nö, das kannst du ja knicken. Da sind so viele Viecher, die was von dir wollen. So, wo waren eigentlich der ganze Spaß? Wir hatten das, glaube ich, Architektur, genau. Da sind Dinge drin, wir brauchen das. Also doppelt so viele Stangen als Bleche. Genau, Stangen rausgegangen. Und ja, weil da müssen wir zusehen, dass wir da ganz gebaut kriegen, beziehungsweise mal den Weg dahin. Hier waren Stangen. Dann nehmen wir mal ein paar mit hier. Ich nehme mal hier das Taxi, was soll's. Weiß man nicht, wie weit ich komme. So. 4. Welche? Das hört sich so komisch an. Was bin ich irgendwo noch? Echo habe. Nee, ist aber nicht. Das Ding ist aus. Gut. Ja, wir müssen nämlich Kohle uns besorgen, weil mein normaler Vorrat geht bald zu Neige und ich muss, wie gesagt, autonomen Betrieb langsam umstellen, weil dieses manuelle Füttern immer, das gibt mir ein bisschen zu sehr auf den Keks. Und da muss ich mal gucken. Ich weiß aber, wo Kohle ist. Und da werden wir jetzt hinlatschen. Erstmal den Kinn bauen. Ich werde garantiert ein paar Mal hinlatschen müssen. Ich muss das Zeug nachher da mitnehmen für Strom. Das Ding bauen. Eigentlich jetzt schon gleich die Ressourcen mitnehmen können. Aber ich wandere ja so gerne. Ja, und da latschen wir jetzt hin. Das lässt mich da hinten so in der Senke. Es war noch ein ganzes Ende bis dahin, aber es geht. So, und ich werde mal noch weitermachen. Mein schönen Wort hier, oder Gangway, wie man das hier weitertüdeln hier. Bis ich irgendwann mal hinten angekommen bin. Genau, hier ist quasi der Tümpel, wo ich quasi in meiner anderen Welt, quasi in der lokalen Welt, mein ganzes Ding gebaut habe, mein Weltraumlift.
der Gomutania Star, weil ich ja da quasi mehr angefangen habe. Man könnte eigentlich in meinen Burg eigentlich runtergekommen, aber da ja, wie gesagt, man hier in der Serverzone ja gleich mit also Tier 1 und Tier 2 freigeschalten sind. Also mal kurz gucken. Da sind. Da ist der Tümpel. Stimmt, hier oben hatte ich dann quasi. Genau, das ist der Wrack gewesen. Wo ich quasi. Genau, da steht quasi genau meine Lagertür, mein Warehouse-Team. Über den abgestürzten Frachter da. Irgendwo da hinten in der Ecke quasi, genau, da oben auf dem Berg ist Dings. Da habe ich, wie ist denn das, Keterium? Das werden wir uns dann auch noch irgendwie angeln. Aber jetzt machen wir da an die ganze Stelle vorbei. Da werde ich aber wirklich nicht lang bauen, weil da ist blöderweise Gas. Also wir werden kommen schauen, wie wir denn kommen. Ich muss jemals ganz anders hinten buddeln und dann muss ich gucken, wie ich da ein Band bisher kriege. Wahrscheinlich hier so über die Brust und hier so lang zimmern das Ganze. Aber, aber jetzt muss ich am Wicheln hin. Und ich denke mal, das ist so das Schnellste, was wir so in der Richtung machen können. Zu bauen. Warte mal, hier gab es da irgendwie mal. Jetzt könnte man auch irgendwie machen. Halte links Control gedrückt. Konnte. Das hat ich noch nicht angeguckt. Schnellwechsel. Guck mal hier. An Hilfslinie anschließen. Halte Control gedrückt. Muss ich mal gucken. Baumodus umschalten. Schwupps. Ach so, ging das. Schwupps. Schwupps nennt sich das. Das sagen. Da hat auch mal integriert von. So, da haben wir Aufstieg gerade, Standard. Ich muss mich mit dem ganzen Ding mal beschäftigen, ja. Ist vielleicht noch nicht so einfach. Ist an der Wand? Komm ich da, würde ich da durchkommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich werde auf alle Fälle. Na, ich muss mal überlegen. Genau, das andere Ding ist da hinten. Ich muss quasi da weiter hin. Das werde ich so lassen. Ich werde dann jetzt hier mal. Wie war denn nur wieder? Schnellwechsel eben. So. Da werde ich die mal bauen. So. Ja. Schwupps. Geht natürlich schneller. Ich habe gestern nicht mehr dran gedacht, ob man so bauen kann. Aber naja. Kann ich schon darauf gehen? Nicht, sondern ich finde mich vorhanden, theoretisch. Das ist ja noch nicht vorhanden. Hey, was geht's wesentlich flinker, wenn man so baut. So, ich muss gucken. Oh, das ist noch das Ende. Wir brauchen Kohle. Die ist ungefähr da. Ich weiß nicht, wie weit das weg war, aber da war noch ein ganzes Ende. Und da muss ich, wie gesagt, ein Band bisher kriegen. Ja, noch ein Kilometer in die Richtung. Da etwa. Da hinten da vorbei. Und dann komme ich auch dahin. Schreibt man nicht diagonal bauen kann. Das fehlt ja eigentlich noch. Das wäre ein bisschen besser. Der war gut. Der war eigentlich nicht gut. Das war nicht gut. Das war so nicht geplant. Das war die Frage, die ich von hatte. Kann man schon da auflatschen? Ob man noch am Bauen ist? Natürlich nicht. So. Und ich habe noch kein Jackpack. Das ist auch mein. Mein nächstes Übel. Ach so. Die noch an der Ecke. Ich muss quasi die mal kurz wegnehmen.
Oh, mir hier mal so ein Ding ballern. So. Dann kriege ich quasi hier an hier setzt ja. Ne? Das regiert doppelt war. Ja, das sind so Nachteile. Durch jetzt schwupps. So doppelt? Nee, hatte ich nicht. So. Bauen. Ich brauche nicht Schwupps, ich brauche normal, Standard. Sonst zeige ich mir so ein doppeltes Ding. Aber die fallen mir irgendwie besser als die anderen Cheat-Dinger. Ja, es war auch noch hier dieses Geriffelte. So, in der Hoffnung, dass hier keiner kommt. Ich lasse das mal so. Nochmal muss ich da irgendwas hinballern. Zaun, keine Ahnung. Aber da war ich ein bisschen doof. Dass ich da jetzt so einen Absatz mache, so einen Flug nach unten. Das war jetzt ungewollt. Naja, guck mal, wir sind halt in die Richtung, gehe ich noch. So, schwupps. Ansetzen. Relaying message. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Das quatscht man noch von der Seite an. So. Komm ich da mal vorbei? Ja, komm vorbei. Da. Und dann muss ich irgendwo nachher ein Band lang kriegen. Weil ich will jetzt nicht unten lang latschen. Weil da zu viele Tiere sind. So ein bisschen in die Hacken beißen könnten. Also ähnlich. So. Bam, 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 bam. Die Hälfte habe ich weg. Oder? Ah, nicht ganz. Zumindest wenn ich nach den Platten gehe. So. Muss man mal merken, wie ich umschalten kann. Das Ganze schnell wechseln. Brauche ich mal in die Richtung. Vor allem, das schnappt ja richtig an. Das ist das Schöne. Das ist wahrscheinlich eine Palme, die im Weg ist, aber ist egal. Muss ich drum rumlatschen. Vielleicht brauche ich irgendwann mal noch anders. Im Laufe der Zeit. Wird sich dann zeigen. Aber jetzt muss ich da hinkommen, zu der Stelle. Wo da die Kohle war. Ja, was sei denn, ich muss die Kettensäge. Und mietet einfach mal kurz weg. Ah, ich lasse das erstmal so. Stört ihr keinen? Stört ihr absolut keinen? Vor allem freispielend. Eine freispielende Konstruktion hat nicht jeder. Trotz jeglicher Schwerkraft. Mal gucken, was auf ihr liegt. Mal kurz gucken. Ungefähr da müsste es sein. Gut getroffen. Da wollte mir die Palme gerade verarschen. Da muss ich aber irgendwie nachher wahrscheinlich drum rum, weil das ist mir ein bisschen zu gasig an der Stelle. Wahrscheinlich, dann brauche ich nachher genug Eisenplatten für das Band nachher. Aber ich muss auf alle Fälle. Oh, da wird noch Spaß. Und vor allem.
frage mich, wie lange der dauert, bis der ganze Scheiß nicht ankommt. Ich muss noch Strom hinkriegen? Boah. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Biege hier. Ich gehe in die Richtung. Um einfach mal daran vorbeizukommen. Das ist mir noch ein bisschen zu giftig da. Der ganze Rotz. Ich denke mal, das müsste klappen. Mal gucken, ob das passt. Wenn die muss ich hier irgendwie hier so einen Tritt rüber bauen. Ja, hier. Den tausche ich raus. Da kommt ein anderer rein. So. Hätte ich mich da ummachen können eigentlich. An meiner Stelle. Naja, egal. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich muss wieder zurücklatschen und mir was holen. Da war ein bisschen wenig. Könnt ihr auch theoretisch das hier oben lang laufen lassen? Und mal geht. Nee. Nee, das ist ja doof. Kann ich hier kein Dings aufsetzen. Standard. Swups. Das wäre natürlich schön gewesen. Wenn ich das gleich hier drauf backen können hier. Der Band. Die Fördertechnik. Aber das geht leider nicht. Haben wir 10 Stück mal gebaut. An Hilfslinie anschließen. Da müssen wir mal gucken, was das ist. So. Genau, das ist die Senke. Da bin ich da mal rumgefahren. Über den Berg rüber, dann da runter und dann irgendwo da drin, das ist eine Schnecke. So, jetzt krieg ich gar nicht so viel gebaut. Oh, ihn habe ich noch. Habe ich ja gezockt, eben. Guck mal, den bauen wir hier noch. So, fertig. So, und da unten in der Ecke ungefähr, der ist der ganze Plunder. Und ping, genau. Also mit 2 Stück, nee, 3 sogar. Wie immer. Oh, ich hätte mal Fahrrad mitnehmen sollen. Siehst du ja, hier brauchen wir eigentlich so ein Kart eigentlich, um hier oben lang zu cruisen. Ja, wenigstens kann man hier rennen ohne Ausdauer zu gebrauchen. Gib mir ein Kilometergeld hier. Dann könnte ich ja gleich, wie gesagt, Material einstecken. Was ich nicht habe. Guck mal, die sehen auch von unten besser aus. Jetzt gerade so sehe ich auch vom Weiten. Die sind von unten nicht ganz so klotzig mehr, so verstrebt, sondern weitaus einfacher. Aber die haben so einen komischen Effekt hier, so eine komische Mittellinie hier. Die haben eine ganz komische Mittellinie. So, und ich muss jetzt hier irgendwie gucken, wie ich hier quasi das Ganze rübergezimmert kriege. Ganz komisch elegant. Irgendwie hier durch die Walachei erstmal. Ich hätte vielleicht doch mit Dings hier langziehen sollen, ja. Mit Platten. Aber das ist immer so nicht schlecht, so gleich ein Gelände alles. Ist wahrscheinlich kostengünstiger, ich weiß es nicht. Muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen, wie ich das quasi alles hinkriege. Vielleicht doch mit einer Bahn, die ich ja quasi irgendwie durchschummeln tue, die dann fährt. Weil ja
jetzt geht ja den Signal ab. Bis da anders und das Ende. Noch ein ganzes Ende hin, bis ich ja quasi die Schienen verlegen kann. Also die Monorails. Das wird noch dauern. Das wird noch dauern. Und ich denke mal, ich muss hier ein paar Seitenstiege machen. Damit ich quasi irgendwie rankomme, dass auch weiter hier und da durchkriege. Weil ich glaube, ich bin ja so ein bisschen zickzack gelatscht hier. Und muss ja teilweise dann ja auch unten lang ziehen. Vielleicht wahrscheinlich genau an diesen Punkten hier. Dass ich hier vorbeigehe. Harvest hit. Doch, ich weiß, was ich schon wieder gehe. Man kriegt das hin. Man setzt hier irgendwo an. Und dann macht man hier, zack. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Erstmal hier quasi stumpf an dem an der Gang, wie hier lang gezimmert, dem Mist. Beziehungsweise da, wo ich im Grunde das langziehen kann. Wo ich hinreiche. Und dann haben wir das eigentlich. So, ich müsste eigentlich mal den Cover mal auf der anderen Seite holen. Oder ich lasse ihn da stehen. Halt kurz an und trinke. Auf alle Fälle brauche ich Strom bis hinten. Das ist eigentlich das Wichtigste. Da ich Strom immer bis hinten ziehe. Strom ist das Wichtigste. Dann muss ich immer, wie gesagt, das Ding bauen. Damit ich immer fördern kann. Mit einem Container. Und wenn ich das immer habe, dann ist der Rest noch einfacher. Dann kann ich ja das Scheißding ja quasi laufen lassen, der drüber transferiert. Dinger kriege ich auch, ey. Das ist ja doof, ey. Wahrscheinlich kannst du die anderen Dinger gut in den Kopf rumpappen, wa? Dann werden wir mal testen. Da könnte man Strom. Ah, da kriegst du aber lange nicht angezogen. Weil ich von oben bin. Ich mal so schön das Ganze auch ist, aber. Yippie. Ach, zumindest springt sich ja nicht so. Wie man anspielen kann. Das war ja. Genau, bei Far Cry. Auch so. Far Cry 1. Trippe, funken mich rum und dann gleich so einen Satz hier macht ihr. Irgendwie komme ich hier so klein vor hier. So, ich wollte mal testen. Ach, guck mal, hier kann ich weggehen. Müsste gehen. Guck mal, ran, von unten rankriegen, den Scheißding, ja, weißt du? Ah, ich werde draufgestellt. Guck mal, die Dinger krieg ich draufgestellt. Die kann ich andocken. Kann ich hier Strom hinstellen. Das geht. Mal hier so einen Pfosten hin. Das krieg ich hin. Also Strom ist nicht das Thema. Problem ist halt nur eben, warte mal, wenn ich hier so ein Band nehme. So, wie gesagt, würde ja greppen, aber die Frage ist, wenn ich jetzt hier so ein... Achso, ich will mein Material. Ich will es verbraten hier. Nicht Hirsch. Haben wir noch Stangen? Haben wir. Ist egal. Wir nehmen wieder mehr mit, als wir brauchen. Hier von auch. Nur noch unter der Strom wird geballert. Ich muss mal kurz was gucken. Vielleicht krieg ich sogar hier oben das hier oben nachgezogen. Ich muss was einmal testen, irgendwie mal ansetzen, ob das überhaupt machbar ist. Einfach mal hier so ein Ding setzen. Da wäre mit Schwupps, ich war hier wohnen, ja. Ja, doch. Ah, guck mal. Mal da unten wollt er. Weißt du, ganz da unten wollt er. Frei überlappend. Und dann sagt er, nö, ist nicht mehr. Es kann zur Überschneidung kommen. Förderband zu. Ach, zu steil. Die Rampe wäre zu steil. Also von der Idee her wird es klappen. Doch, das würde klappen. Ich weiß schon, wie ich das hinkriege. Ich muss bloß hier irgendwie an der Seite kriegen. Ich muss so ein Ding hier hochbauen. Gut, hier ankommt. So, ich baue auf alle Fälle jetzt Ressourcen für Miner. Genau, ich brauche Mobilminer. Den habe ich ja nicht drin. Warte mal wieder. Wo? Oh. Mobiler Miner? Jedes Mal. So.
Oh, mal 200 Stück. So, den brauche ich. Dann brauche ich... Das, das reicht auch. So, das hätte ich alles schon. Die Frage ist, ob ich mit Strom besetzt komme. Da brauche ich Kabel. Das wird nicht reichen. Ach, ich lasse sie herstellen, stimmt ja. Dann gehen wir mal mit fix was klauen. Wenn wir das mit Strom mal schon hinziehen, dann haben wir das. Dann brauchen wir nicht mehr zurücklassen wegen Strom holen. Also wegen Material. Das kann natürlich sein, wenn mal ja, die Sicherung kommt. Da wird das der Nachteil sein. Genau. Da produzieren wir ja schon Kabel. Ich weiß nicht, wie viel ich es brauche. 200er Stack hier drin? 200er. Scheiße, ich nehme alles mit. Ist ja ein weiter Weg. I strongly advise you to harvest this specimen. Das ist ja nicht gleich um der Ecke. Guck mal, die Nüsse sind schon wieder da. Ich habe da irgendwo so einen kleinen Baum weggefällt, ne? Genau, der ist nicht nachgewachsen. Das ist alles weg. Also okay, die Bäume, die kommen nicht wieder. Die Nüsse, die wachsen schön nach, das ist gut. Die Nüsse wachsen nach. So, können wir gleich hier mal Strom ziehen. Ich hoffe, das passt alles hier. Oh, Beton brauchen wir, aber da müsste alles reichen. Die so lang wie es geht immer, ne? Ein Stromkabel. Bis er sagt, Leitung zu lang. Dann haben wir das gleich auch. Ich weiß nicht, ob der Strom ausreichen wird bis dahin hin. Mal sehen, ob der Strom ausreicht bis dahin. Nicht der Strom bis hinten. Ich meine, von dem, was noch da ist. Kurz gucken hier. Genau, das ist mit dem Problem. Das spackt mich, da würde mich die Sicherung kommen. Das wäre im Grunde aber erstmal egal. Ich kann ja bauen. Ich kann ja das Ding bauen. Einschalten. Also das heißt anschließen. Ich werde es bloß nicht gleich bis hierher zurückgebaut kriegen. Das wird ein Problem sein. Das werde ich nicht kriegen wahrscheinlich. Ich muss wieder mal alles bauen hier. Das ist ja erstmal nur provisorisch, prophylaktisch, wie man so schön sagt. Erstmal was haben. So, der kommt hier an der Ecke. Guck mal, der Platte geht es eh nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? An der darf ich nicht. An der ja. Okay. Wir lassen die linke Seite aber frei für das Band. Die linke Seite lassen wir frei für das Band. Ist noch erlaubt, rot nicht mehr. Na? Hier.
ulkig aus, wenn er unten so ein Ding rausguckt. Der Fuß, der Sockel, ach, wie auch immer. So. Den ziehen wir bis hier vorne weiter. Guck mal, den darf ich. Ist nur den anderen darf ich nicht. Da darf ich nichts hinmachen. Ist ja eigenartig. Da darf ich nichts hinmachen. Oder vielleicht. So. Machen wir hier. Da hätte ich mal schon mal Strom einschalten können. Da hätte ich schon mal laufen lassen können. Egal. Vielleicht baut man einen richtigen Weg hier quasi mit Fundament und so alles. Ist vielleicht besser. So, hier garantiert wir das gleiche, ne? Weil ein anderer Typ ist. Da lässt er mich nicht hinsetzen. Das heißt, ich muss ihn hier vorne schon. Aber ich muss bis Stromleitung hingepackt. Schon mal einen Abwasch erledigt. Achso. Da der auf die Ecke hängt, holen wir jetzt hierher. Kann ich so viel mitbrauchen und nebenbrauchen. Boah, ist das günstiger jetzt. Nur weil ich ein Stromkabel brauche. Guck mal, 4 und 3 davon. So. Jetzt muss ich immer das Ding hier weiter zimmern. Huch, ist vielleicht meine Runde geflogen. Schwupps. Ding, 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 ding. Ja, noch. Jetzt ziehen wir ruhig weiter. Oh, nicht so weit. Das ist ja die Platte, auf der ich ja drauf stehe. Aber ich weiß nicht, warum ich vorhin so ein bisschen Leben hatte, Ah ja, runtergefallen. Total verpennt. Ja, okay. Dann hat sich das schon mal erledigt. Dann hat sich das Problem schon mal erledigt. So, und da ist Kohle verkommen. Kohleflöz. Theoretisch könnte ich eigentlich sagen, ich gehe jetzt mit den anderen Dinger runter. Das ist ja nicht so steil. Das müsste ja gehen. Nicht zu Power. Schön durch den Dings durch. Okay, das passt. Jetzt hole ich fix noch die Stromleitung. Bis dahin. Und dann
kann ich hier oben lang gehen mit dem Fetterband, mit dem Kohle erstmal. Da muss ich mal meinen Tag was einfallen lassen, wie ich das bisher hinkriege. Wir brauchen aber irgendwie mal so ein Trassensystem. Wenn ich die entsprechenden Fundamente habe. Oder ich lasse das irgendwann doch mal mit der Bahn irgendwie dahin kutschieren. Irgendwie hier durch Berg und Tal und hast nicht gesehen. Aber das kann ich erst machen, wenn ich genügend Strom habe. Weil. Und dann sparen wir auch, wie gesagt, eine Stromleitung. Weil die Schienen leiten ja auch. Das ist ja der Vorteil. Man kann ja das Bahnnetz nutzen als Stromversorgung. Das ist ja auch eine clevere Sache. Müsste bis hinten reichen, hoffe ich mal. Bis in die Ecke. Ganz komisch, nicht wahr? Kurz vor Wochenende. So. So, wie baue ich das jetzt, damit ich das nachher so hinkriege, dass ich so war. Das Wichtigste. So, der liefert 60. Dann kann ich schon mal antüdeln hier. Hat aber keinen Strom haben. Wird's eh momentan nicht raus. So. Jetzt könnte ich aber hier so was wie einen Lift bauen. So ganz komisch trickreich. Huch. Gustav, hau ab hier. Eine Sturmfliege. Die lebt immer noch. Mal gucken. Vielleicht kriegt er, wie gesagt, hier ausgelootet. Der das so weit rüber kriegt, dass ich ihn hier oben ansetzen kann. Krieg zwar die Dinger nicht gesetzt, halt. Die krieg ich selbst noch nicht gesetzt, aber ich kann halt das so platzieren. Dass das gerade so hierhin passt. So. Den letzten Meter. Ziehen wir hier lang.
Die fliegen, dann Gustav hier mal eine Sturmfliege. Die Muchel gerade nervt. Ich bleib mir mal ruhig, ich muss bauen hier. Ja, aber gehst du dich daran? Ja. Gerade ein bisschen nervig. Komm her. So. Da ist noch so ein Vieh irgendwo. Kann ja Nuss um da Ohren schmeißen, da. Hält ihn vom Bauen ab, ey. So. Jetzt muss ich bloß mal so ein bisschen... Kann... Muss ich so gehen? Ist egal. Und dann ziehen wir halt lang. Ist halt nur doof, dass gerade der Strom ausgefallen ist. Ist egal, dann steht es. Ach, das kann nur so sein, weil alles leer ist jetzt. Weil eine Ladung habe ich ja noch. Eine Ladung habe ich noch. Das ist schöner. Tuch. Eine Ladung habe ich noch. Um die Dinger zu befeuern. Mal gucken, wie weit ich mit meinem Band komme. Es geht. Man muss gucken, wie man hier hochkommt auf den Scheiß. Und dann kann man halt langziehen. Es ist machbar. Spieler am Weg, wie immer. Da drüben habe ich schon ein Geländer an. Dann die Mietzekatzen wieder. Willst du sehen hier? Die Viecher? Was sind die unterirdisch? Wer ist mich da? Ach, auch nur Phobia, Morbus oder wie das Ding heißt. Statt Spinnen. Was sind das jetzt? Statt Spinnen? Wenn Mietzekatze angezeigt. Ungenügend Material. Ach. Ich wundere. Nee, dann bauen wir das nochmal weg. Da wollte ich dann lange drin. So. Strom anschalten mit der fördert. Und das ist eine Frage, wann der Scheiß ankommt, ey. Ach, nee. Müsste ich gar nicht anders bauen. Ach, lass ich zu. Tja, da hat man mal was verschätzt. Das kann ich irgendwo einlagern, ich weiß bloß nicht wo. Wahrscheinlich wäre ich irgendwo... Oder ich packe das meiste in der Kiste vorne rein erstmal. Damit ich immer los bin. Und nicht groß mit mir mit rumschleppen brauche. Alter, macht sich die Palme dick, ey. Ich laufe in der Mitte und beim Vorbeilaufen gibt jemand noch einen Schubs, ey. Doch. So. Zumindest ist Strom dran und der nichts dran. Das heißt, wir können dich schon mal anwerfen. Dann fährt er das Ding erstmal.
Bänder sind momentan noch das billigste erstmal. Da muss ich mal gucken. Ja, ein Kraftwerk. Mal gucken, wie viel ich gebaut kriege. Vielleicht muss ich ja zwischendurch das mal auch erweitern. Also die Bänder austauschen. Weil ich dann auch mehr Saft brauche, beziehungsweise mehr Technik habe. Aber erstmal muss quasi das, was ich quasi an diesen Bio-Scheiß-Dingern habe, muss ich auf Kohle umstellen. Also das heißt, muss ich an Kohle immer produzieren, damit die wegfallen. Ich habe jetzt nicht mal im Kopf, was im Grunde, wie viel Megawatt ein Kohlekraftwerk, wie viel Kohle ein Kohlekraftwerk braucht pro Minute. Ich glaube, liefern tut es 75, wenn mich nicht alles täuscht. Aber halt eben, wie viel Kohle braucht, das habe ich jetzt nicht mal im Kopf. Da muss ich nochmal gucken. Ist ja kein Auto rennen oder so ein Shit hier, ey? Oh. Also müssen wir trinken nebenbei. Ich leg mal da hin. Das ist noch weiter Weg. Und da muss ich noch da hinten bis an den Ufer ran. Wo das Wasser ist. Guck mal, da ist eine gelbe Schnecke. Die ist in so einem Busch drin, da muss ich noch wegspringen. Da ist noch ein anderes Tierchen. Was da ist. Genau, Strom ist ausgefallen. Komischerweise zeigen die auch noch grün an, obwohl kein Strom da ist. Das ist halt das Ulkige. So, zwei sind mich leer. Das heißt, ich muss auf alle Fälle. Zeigen hier orange an. Gelb. Kein Strom. Wie war ich eigentlich noch von dem ganzen Kram her? Oha. Das wird eng. Da muss ich überhaupt was noch sammeln nehmen. Das wird so nicht reichen. Das ist genau mein Problem, was ich gerade habe. Alles unnötig wegschalten, nicht nur so mit so wenig wie möglichen entkomme. Damit aber Kohle gefördert wird. Ich frage mich, warum die hier kein Solar gleich von Anfang an gebaut haben. Gut, wahrscheinlich, weil du da irgendwo Sachen brauchst, die du nicht herstellen kannst. Weil es komplexer ist. So, ich schalte hier alles immer ab, was ich nicht brauche. Muss wohl später wieder hinzuschalten. Weil die momentan jetzt keinen Strom haben. Das waren 130 Megawatt. So, die habe ich aus. Dann schalte ich die vier Dinger aus. Oder rechnet er alles zusammen? Egal, ob es eingeschaltet ist oder nicht. So, das mache ich jetzt mal ganz clever. Ich habe keinen Bock, dahin zu latschen. Ich muss einfach mal die Verbindung kappen darüber. Ich muss ganz einfach mal die Verbindung kappen. Die hier. Weil hier fehlt ein Hauptschalter. So. Halt die halt alle aus. Da angeschlossen. Ich muss so viel haben, wie ich mit einem auskomme. So, die sind alle leer. Nee, der hat noch. Nee, und der hat gar nicht halten. Das heißt, ich kann auch den jetzt einschalten.
heißt, der eine läuft noch, der links läuft. Hat ich immer noch Restenergie, oder? Hä? Ach so, weil der nicht. Warte mal. Der ist da angeschlossen. Da ist kaputt. Warte mal, das kommt von da. Strom ist da, aber ich sehe es ja, dass er zusammenhängt. Aber wenn es so ganz komisch um die Ecke geht, es geht da lang, es geht da lang. Bloß wieso sehe ich hier keinen Verbrauch? Ich sehe keinen Verbrauch. Das ist ruhig hier. Ich sehe keinen Verbrauch. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche. Achso, ich wollte ein bisschen von dem Kram her. Wegpacken. Oder ich irgendwas vergessen. Halt. Falsche Taste. So. Ja, ich brauche Platten. Ich brauche ganz viele Platten. Oder haben sie es auch limitiert, dass Strom nicht so weit reicht? In der Server? Nicht so wie bei Minecraft. Da du. Erstmal gucken, habe ich hier oben Strom. Achso, der ist aus. Dann wird immer Kohle bis hierher gefördert. Mal bloß halt gucken, wie ich hier quasi das wegkriege. Irgendwie. Erstmal bis hierher kriegen. Das ist die Kunst. Das wird ja noch dauern, bis hierher ist. Was muss ich immer laufen lassen? Das ist das Wichtigste. Zur Not muss ich irgendwo ein Dings hinsetzen. Bioreaktor. Der nur. Ja, bei den Wasserpumpen. Um das mal irgendwie dann mal in Gang setzen zu können. Irgendwie. Mehr oder weniger. Egal wie. Bescheuert, ich kann halt einen Kohlekraftwerk bauen. Da ist ja auch ein Tümpel, wo mag ich denn eigentlich nicht? Ja, aber ich später bauen. Erstmal was sie herkriegen. Lange Bänder. Mal wieder extra hinlatschen, um das Ganze zu steuern. Soll gleich cooler als da hinten? Erstmal muss ich später mal umbauen. Wenn das Ganze läuft. Dass ich ein Kohle-Ding hierher kriege. Egal wie. Das ist mich wichtig. Mit einem Kohle-Ding. Bis hierher. Huh. Schon weiter Weg. Ich war halt bis da vorne gewesen. Ey. Da bin ich mal gespannt, ob das reicht, weil ich mit die Nummer habe. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Da bin ich mal gespannt.
der ganze Krempel reicht. Was stimmt ja denn so, Wasser? Der hätte hier durch die Dinger bauen können. Theoretisch schon Kohlegrafik bauen können. So, bis das mal hier bei mir irgendwo ankommt hier, wird es noch dauern. Wenn ich mal reingucken soll, Kohlegrafik. Baue ich die Dinger. Dann brauche ich eine Wasserpumpe auf alle Fälle. Waren die? Nee, die waren nur bei Produktion, ne? Ja. Dann brauche ich Rohre. Muss ich Rohre brauchen mit Kupfer, ne? Waren das? Ja, Kupferblech. Das ist ja der Spaß wieder. Noch mal anders. Das war jetzt voll für den Arsch. Ich gleich, warum bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen, da hinten zu bauen? Naja. Das lassen wir erstmal, dann bauen wir noch einen zweiten Dings. Ne, ich baue wieder zurück erstmal den Förderband. Ich baue das da hinten. Ich baue erstmal stumpf da rein. Ich baue da stumpf das Kohlekraftwerk hin. Ganz stumpf. Ich habe einen Kohlereaktor, Wasserreaktor. Zunächst muss ich mal kurz bei mir das Ding hier hinflacken, damit ich sehe, was ich anderes aus dem Ding an Kohle. Ah ne, wo war Kohle das Thema? Aber so kann er mal laufen. So läuft er erstmal. So läuft die Kiste erstmal. Zu weiter Weg. Hätte man gleich drauf warten sollen. Ich hätte noch Strom hinpacken sollen. Und nicht die ganzen anderen Krempel. Sah ihm so komisch so dick aus der Mast, aber das ist von der Perspektive her. Da wird alles nachher nach zum Rand hin immer breiter. Das war ja das Problem. Aber nicht bis Band von dahin. Muss ich nur da mal mit Cola, wie gesagt, fördern. Ich kann nicht Band bauen, sondern gleich, ja, lass mal Band mal, was er ist. Dann haben wir so ein bisschen Vorrat gleich. Gucken, werden wir einsammeln, die Kohle. Fakt ist, ich brauche Strom. Strom ist einfach hier, um lang zu spannen. Da ging es wesentlich einfacher als mit so einem Band. Man muss das Dings bauen. Ich brauche auf alle Fälle zwei Kraftwerke. Da komme ich mal auf 150 Watt. Und irgendwann muss ich die mal alles umbauen, noch anders bauen. Weil der Tümpel, der da ist, der müsste tief genug sein. Aber ich habe das Kupferblech. Da kommt das nächste. Da muss ich mir Kupferbahn holen. Aber davon dürfte er noch vorhanden sein, hoffentlich. Und da drüben ist der Strom aus. Da drüben ist Strom aus. So. So, wir brauchen, ich brauche auf alle Fälle, ich mach mal zwei. Die Pumpe müsste reichen. Muss man Kupferwanden holen. Muss man auf alle Fälle Kupfer holen. Weil das ist noch nicht gebaut. Da sind mir quasi Bleche fertig. Aber das war so der nächste Schritt, was ich vorhatte. Das Ding umzubauen. Also ich wollte ja erstmal hier Strom basteln. Das war das Erste. So, wir haben
Kupferbarren sind da, das heißt, dann nur abgreifen. An der Kiste. Und die Schmelze war schon fertig. Cool. Kann die weg? Kann das Band weg? Alle brauchen wir nicht mehr. Und hier greifen wir uns mal zwei Dinge ab. Was keine Werkbank nicht mehr, ne? Nee. Kann ich eine fix bauen hier? Kann ich mir fix eine Werkbank bauen? Ja. So, ich brauche die Dinger. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr. Von dem Kram. Ein bisschen mehr brauchen. Habe ich noch Kaffee? Jo. Die Reste. Aber ich müsste eigentlich hinkommen damit. Weil ich jetzt ganze Namen Wasser baue, weg, was eigentlich nicht so viel brauchen. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. So, ich muss mal kurz gucken, ob hier... Oh. Achso, da war der Ding. Damit müssen wir uns wieder mal beschäftigen. So. Das kostet 1, das kostet gleich mehr. Ne, die Krone ist mehr. Das ist mir ein bisschen zu wenig. So. Sollen wir da noch durchrattern? Und dann dürfen wir das immer haben. Sicher. So, dann muss ich die Dinger basteln. Auch versteckte Eisenplatten. Theoretisch kann ich gleich hier alles basteln. Soweit fertig basteln. Die versteckten Eisenplatten, die 50 Stück. Wobei hier mit kann ich ja zurückgehen, der Rest ist halt selten. Das dürfte ja nicht stören. Das sind also Sachen, die man ja automatisch produziert werden. Da muss ich noch umbauen hier an der Ecke alles. Kommen dann die Schmelzöfen hin. Diese verarbeiten. Ach, Blödsinn singen. So. Jo, das fix noch. Aber wir Sachen, die werden länger dauern. Immer wenn man so viel davon, den ganzen Kram brauche. Man hat die ganze nicht ganz berücksichtigt hat. Ich hoffe, ich brauche keine Pumpe. Weil die Ecke ist nicht mitberechnet. Könnt ihr höchstens einen noch mit einplanen? Oh, da sind die ran. Und dann sehe ich im Grunde, ob das reicht. Eigentlich braucht man noch eine Pumpe, weil die normalen Pumpen, die schaffen das nicht, ganz ehrlich mal festgestellt. Selbst wenn eben ehrlich ist, bauen die nicht genug Druck auf. Deswegen nehmen wir noch eine Pumpe mit rein, die da durchpresst und dann haben wir das. Aber selbst sieht man die große Wasserpumpe selbst schon. Die brauche ich auch ordentlich Saft. Das heißt, ich brauche mindestens wie Kraftwerke bauen. Irgendwie dahin. Und irgendwie miteinander vermuscheln dann. So, das haben wir. So, das rote Ding, so mal 23, wir wollen alles. Ah, guck mal, das reicht nicht. Da krieg ich nur die hergestellt, dann fehlen wir noch, weiß nicht, 6, nee, 4, 5, keine Ahnung.
kriegen wir nicht ganz vollständig. Ja, du bist ja schon wieder. Ich weiß. Dann lassen wir hier gleich stehen. Dann haben wir gleich. Dann können wir gleich. Wobei, nee, Quatsch. Das kriege ich hin. Weil. Hier ist doch die Schraubenkiste. War ja gar nicht weit weg gewesen. Gibt da noch eine Pumpe noch mit rein? Auf der To-Do-Liste? Einmal zur Sicherheit? So. Eine Pumpe? Ach, guck mal genau. So, dann können wir los. Legen. Erstmal zurück zur Basis. Und dann lasse ich den ganzen Weg zurück. Unterwegs sammle ich die Kohle wieder ein, die schon bis hinten gefördert wurde, höchstwahrscheinlich. Und dann sehen wir weiter. Das ganze Produktionssheet-Dings, das läuft jetzt quasi alles über den Server, wenn ich das richtig verstehe. Da wird bloß mal wieder quasi bloß noch animiert. So, ja, kleiner Break hier. Und dann geht's hier weiter.